Jetzt bin ich wieder hier. Diese Alien-Drohnen machen mich irre. Selbst auf der Parkbank wird man beobachtet. Ja, jetzt muss ich wieder da rein. Hier kann es nicht sein. So sieht's mal aus. So, zack. Nochmal eine geile Ladezeit, weil wir es so wenig gesehen haben bis jetzt. Aber wir sind ja schon wieder oben. So, jetzt. Ja. Nein! Was tust du? Ich hasse alles. Ich muss doch irgendwas mit den Kameras machen, aber war doch gerade nichts. Achso, das bin ich. Das nehme ich mal. Da ist auch eine. Ich fasse es ja nicht. Oh, ich hasse alles. Kann ich da warten? Nein. So, jetzt habe ich das Ding. Da wäre was und da geht es irgendwo ins Nichts. Nein! Hallo. Da ist so ein Ding, okay. Das mache ich mal an. Dann gehe ich mal kurz hier so. Ja, das Ding endet halt da. Aber da ist doch für so ein Roboter-Ding, ist da doch so eine Öffnung. Da muss es ja ein Gegenstück für geben. Wo ist das? Was ist mit der Musik, Alter? Okay. Ah, hier, guck mal. Ich kann ich den hier aufmachen. Egal. So, warte, wir machen mal den hier. Drei. Zack. Zack. Ach, so ein Ding war das. Okay. So, jetzt bin ich hier. Wo geht's denn weiter? Da. Hab ich den nicht gerade aufgemacht? Ach, das ist da, okay. Ja. Ciao. So. Hä? Sag mal. Nein, nicht so weit. Ja. So. Ja gut, hier geht's nicht weiter. Kann ich ja... Ah, das habe ich aufgemacht. Guck mal. So. Und dann... Okay. Ach cool, ich eh. Geht sie auf. Kann ich hier was... Nein. Ihr habt mich nicht gesehen. So. Jetzt muss ich doch hier mit der Drohne, geht das doch nicht, oder? Gar nichts. So. Interagieren, doch, kann ich. Ja, fuck. Tja, du hast hart gearbeitet und bist dran geblieben und jetzt haben wir nichts. Die KI ist gar nicht hier. Nur ein Relais, das die Daten aus dem Club nach draußen schickt. Ich finde raus, wohin, und du findest raus, wie du aus diesem lauten, widerlichen Drecksloch kommst. Deal? Deal. Wieso legt man sich da eigentlich auf den Boden? Ich verstehe es nicht. So, egal. Ciao. Ich hau mal ab. Ganz einfach. So. Ciao. Ihr könnt auch mal in den Kommentaren schreiben, ob die Grafik jetzt besser aussieht als in der Aufnahme vorher.
Ich habe ein bisschen nachgeforscht und die Gesichtserkennungs-KI stammt wohl von BrokerTech. BrokerTech? Das ist eine der größten Softwarefirmen der Welt. Die machen sich nie die Finger schmutzig. Wenn die Erpressungsmaterial von den Kellys kaufen, ist das eine große Sache. Alles, was die KI hier sammelt, landet direkt in der Zentrale von BrokerTech. Um die Daten zu bekommen, müssen wir dahin. Ach nee, Autopilot war ich. Autopilot aktiviert. Den gab's ja auch, genau. Wo ist denn hier? Da. Müssen wir nicht jetzt wenden eigentlich mit Autopilot? Ah ne, da rechts. Okay, warte, ich versuche. Autopilot deaktiviert. Das ist eine gute Tat, Spiel. So. Alter, wie schnell ist die Karre? Wieso konnte ich nicht links? Dann muss ich hier. Alter. Die Karre ist zu schnell für mich. Oh Gott. Mit der 3090 gibt's, falls es demnächst mal wieder Forza gibt hier auf dem Kanal übrigens, das sind 5K 60 FPS, ne? 1,5 Milliarden Fahrgäste für euch zur Info. Auf über 450 Kilometern Streckennetz. 25.000 Kameras und 3.500 Sicherheitsbarrieren. Um 200 Kilometer Tunnelstrecke zu schützen. Aber wir sind mehr als nur Zahlen. Wir sind bewährt. Wir sind zuverlässig. Wir sind sicher. London Underground. Wir bringen unsere Fahrgäste seit 1863 sicher ans Ziel. Jo. Oh Gott. Entschuldigung. Aber das liegt genau hier, ne? So, beim Fahren brechen die FPS leider mal ein bisschen an, obwohl die GPU nicht komplett ausgelastet ist. Ich frage mich warum. So. Wollen wir uns hier vorne ins Parkverbot stellen? Das wäre ja auch gut, ne? So. Hier ist der Eingang. So. Du hast BrokerTech erreicht, Marktführer bei innovativer Software- und KI-Technologie. Gegründet von CEO Sky Larsen mit gerade mal 25 Jahren. Das nenne ich Ehrgeiz. Yo. Oh wow, so viele schmutzige Geheimnisse hier. Wäre ja furchtbar, wenn jemand das alles online stellen würde. Ich nehme an, das ist genau das, was unsere 404-Freundin im Sinn hat. Wird gemacht. Ist hier irgendwo... Alles in Lett. Eine Mülltonne ist klar, aber sei es, als ob ich ja was mitmachen könnte, ging aber nicht. Oh, warte mal. Hä? Wieso kann ich die nicht? Ah, jetzt erst. So. Ach, hier gibt's auch Kameras. Das ist natürlich praktisch. Brauche ich die eigentlich gar nicht. So, wir müssen irgendwo in die Richtung gehen und direkt mal hier rein. Alter Vater. Da müssen wir hin. Alles klar, das machen wir mal auf, weil wir es können. Ist hier noch irgendwo, wo ich rein kann vielleicht? Hier vorne. Dann gehen wir mal hin. Warte. So. Kann ich hier rein? Ja! Guck mal an. Der pennt gleich ein. Kann ich eigentlich überklettern? Das wäre immer mega. Hier kann ich rauf. Ja! Voll geil. Hauptsache, hier sieht mich keiner. Vielleicht mal erstmal mit Steuerung. So. So. Dann gehe ich mal hier hinter. So. Was ist mit ihm? Er macht gar nichts. Finde ich gut. Also die, die ich aufgedeckt habe, oder sind das alle? Wenn das alle wären, das wäre ja mal lächerlich. Nee, da oben ist noch wer. Oh.
kommt da lang. Scheiße. Komm schon, nicht jetzt. Okay. Ich dachte, er geht noch ein bisschen weiter. Hier gehen wir mal hin. Um zu wissen. Oh. Das wollte ich nicht. Das war ein Mistake. Irgendwie kommen mir die Leute viel zu wenig vor hier. Um ehrlich zu sein. Ja. Da musste ich mich mal ganz kurz räuspern. Es tut mir leid. Das sieht so aus, als ob das alle wären, aber glaube ich nicht. Ich glaube das einfach nicht. Der chillt hier erstmal ab, finde ich gut. Er ist da noch, aber ist egal. Das scheinen alle zu sein. Es scheint so. Fuck. Das wollte ich nicht. Unfassbar. Scheiße, er hat erstmal fett Zeit verschwendet für gar nichts. Ach, ich hasse alles. Hier scheint alles sauber zu sein. Finde ich gut. Dann gehen wir erstmal da hoch. Okay. Nein! Oh Mann, ey, drückst du mal eine falsche Taste, weißt du? Oh nein, geh doch kacken, ey. Oh Scheiße. Fuck. Na los. Wollte ich nicht. Achso, da kann ich jetzt nichts machen, ja, weil er in der Ecke liegt. Das ergibt Sinn. Okay, dann regeln wir das anders. Fuck das Scheiße. Ja, kann ich schon direkt wieder neu starten. Alter. Junge, beweg deinen verfetteten Arsch endlich mal weg hier. Alter, ey, das ist doch echt nicht normal. Ey. Schnauze. Meine Fresse, ist das unnötig. Du bist unterlegen. Fuck. Weg. Brauche ich hier Verstärkung? Na, großartig. Ciao. Na? Beweg dich. Ja, ergibt Sinn. So, na endlich. So. Ich sehe keinen. Ich drück mal kurz R. Oh, Scheiße, ich hab schon ihn gesehen. Gerade wer der mich gesehen hat. Hä? Was? Von wo? Da hinten. Gut, sind sowieso keine Sauber. Dann gehen wir mal. Oh, das ist jetzt problematisch. Ich muss mal mein Ziel noch trainieren. Drei Schuss noch, scheiße. Scheiße. Hab ich keine Granaten? Kurz gucken. Nee. Hä? Was von... Endlich. Ja, dann machst du einfach nicht. So, ciao. Ah ja. Machen wir jetzt. Ich geh mal hoch. So. Und
nichts mit ihm. Ach, der ist da drinne. Schnell hier rein. Roll. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Code 3, alle Einheiten in der Nähe zum Standort begeben. Scheiße. Lange dauert das? Ich habe das ganze Erpressungsmaterial und meine Güte, sind Menschen widerlich. Wie ist dieser Politiker, der so auf Familienwerte pocht, wohl findet, wenn seine SM-Sessions öffentlich werden? Ach, finden wir es doch einfach raus. Das Material ist jetzt geleakt. So, schnell weg. Fantastisch. Vielleicht soll ich mal ganz kurz hier so machen. Wir müssen ihn so schnell wie möglich finden. Ja, viel Spaß, ich hau ab. Drohne, super ausführen. Der Verdächtige ist der Fisch. Das ist richtig. So, tschüss. Eigentlich wollte ich ja hier ins Handverbot, aber egal. Wenn das nicht mal ein hübsches Sümmchen ist. Ich wollte sagen, dass es ein undankbarer Job ist. Aber jemand hat uns gerade ein Video namens vielendank.mp4 geschickt. Also ist es vielen wohl ein dankbarer Job. Für das dann lass mal sehen. Das reimt sich nicht richtig. Das war dein erster Auftrag für 404. Das erste Peer-to-Peer-Aktivisten-Netzwerk im Dark Web. Es ist mein Netzwerk. Ich vergebe die Aufträge. Hä? Was? Mehr musst du nicht wissen. Wieso fährt er mir ne... Ich bin niemand. Nee. Ich nicht bin mir, Arschloch. Und ich fährt bin mit deiner Optik verbunden. Also sehen wir mal, wer du bist. Moment. Bist du von DedSec? Oh, das ist verdammt cool, Mann. Ja, schon besser. Wieso hab ich da eigentlich nur auf dem rechten Ohr? Das Glück ist uns heute hold, DedSec. Die Welt ist am Arsch. Aber wir können die Dinge in Ordnung bringen. Ich bin im Somerset-Haus und überwache Aufträge. Komm dahin. Wir reden. Bis dann. Ich traue Ihrer Freundlichkeit nicht. Wer war das? Wir sind von Albion. Haha, reingelegt. Nein. Wirklich? Das wär's nicht. Ich habe Nauts Namen und Gesicht durch die üblichen Datenbanken gejagt und das Ergebnis war nichts. Oh, Naut. Okay, ich hab's kapiert. Lass uns lieber mal gründlich nachdenken. Bremsen. Können wir wirklich das Risiko eingehen, einer Wildfremden zu trauen? Meiner Ansicht nach ist es das Risiko wert. Sie scheint ein echter DedSec-Fan zu sein. Und ich hab sie lieber zum Freund als zum Feind. Richtig. Wenn sie nicht zu Zero Day gehört, weiß sie vielleicht, wer es tut. Die haben jetzt und nicht wenn ernsthaft. Sie zu Zero Day gehört, ist es vermutlich eine Falle. So okay, oder warte. So, wir kriegen neue Informationen. Genau, dann mal los. Mal ganz kurz den Ausblick genießen. Ah, schön. Mal ein bisschen entspannen. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich schicke dir ihren Standort. Ja, ist okay. Einfach mal die geile Aussicht genießen. Oh, ist das schön. In der GPU-Auslastung bei 95%. Egal. So. Oh, guck mal hier. Wird der nicht 24-7 dran gebaut eigentlich? Entschuldigung. So. Zack. Und das Lied sollte auch jeder kennen, glaube ich. In B-Moll, B-Minor. Siehst du mal. So. Wir sind schon da. Hier ist ein Parkplatz. Gucken wir hier. Du bist drin. Finde das Ziel. So. Ich bin nicht drin. So, er kriegt eine freundliche Nachricht. So. BurgerTech. Wir haben Londons Taxis automatisiert. Wir haben ihre Optics ausgestattet. Technologie und Menschlichkeit. Zwei Seiten derselben Medaille. Hm. Das ist das Herz von Daybreak. Eine Chance, all den Strapazen der Welt zu entkommen. Nochmal. Was ist das? Da muss ich hin. Mhm. Ach, das ist ein Tür. Zum Aufmachen. Erfahren, ja. Alles über den Stab von Daybreak. Ja, ja. Nutzen Sie das volle Potenzial als Ihr Schatz. Und Sie können für immer frei sein. Setzen Sie sich heute auf unsere Warteliste und betreten Sie mit uns die Welt von morgen.
Daybreak ist das nicht. Und diese Zukunft ist eine strahlende Zukunft. BurgerTech hat die weltweite KI. BurgerTech heißt das. Mann. Wir haben Londons Taxis automatisiert. Nicht. Alter, wie groß ist denn dieses scheiß Gebäude, Alter? Da stehe ich. Technologie und Menschlichkeit. Zwei Seiten BurgerTech hat die weltweite KI-Innovation angefügt. Wir haben Londons Taxis automatisiert. Warte mal. Ich hab. Oh, Entschuldigung, da bin ich gerade mit der Brille gegen. Ach so. Weißt du Bescheid? Kann ich hier irgendwie drüber cheaten vielleicht? Warte mal, wenn ich auf seinen Kopf springe und dann hier. Jawohl. So sieht das mal aus, Kollegen. So macht man das. Fuck, jetzt muss ich erstmal hoch, ne? Ist hier eine Treppe vielleicht? Vielleicht gehen wir aber mal dreist mit ihm durch, würde ich sagen. Ist, glaube ich, besser. So. BurgerTech. Ich glaube, ich gehe lieber mal hier durch. Alter, hier ist auch überall wer. Mann. Probier's mal. Scheiße, hier geht's nicht weiter. Mich jetzt gerade recht wenig dran interessiert, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, der sieht mich da nicht. Oh Gott. Nutzen Sie das volle Potenzial. Jetzt kommt die Gegend. Oh, ich hasse alles. Ich brauche direkte Sicht auf den, ne? Das gefällt mir gar nicht. Schaltet sie ab. Nein. Nein. Tu's nicht. Nee. Verdammt. Hat so gut funktioniert. Ach. Komm mal einfach, haben wir noch einen? Ah ne, wir müssen warten, bis wir. Verdammt. Kommt man hier noch irgendwo rein? Vorne vielleicht. Nee. Hier ist dicht. Vorsicht! Shit! Wie sollen wir das erklären? Ernsthaft? Okay, warte. Ach nee, Sicherheitsgebiet ist ja erst da hinten, dann kann ich auch erstmal hier. Was war das denn? Obwohl, nee, dann sieht die das hier. Scheiße, soll das ein Witz sein? Kann ich nicht, kann ich mit sie hier drin erst ausschalten? Oh, verdammt, ey. Kann ich nicht mal abhauen? Oder kann ich direkt hier? Moment! Will der das wieder anmachen? Okay, warte, dann machen wir das hier. Wer hat das ausgeschaltet? Nutzen Sie das volle Potenzial. Ein simpler Weg, immer ein. Scheiße. Setzen Sie sich heute auf unsere Warteliste und betreten Sie mit uns die Welt von morgen. So. Ich glaube, man sieht hier keiner.
Und diese Zukunft ist eine strahlende Zukunft. Schneller. Oh fuck, da muss ich hin. Oh Gott. BrokerTech hat die weltweite KI-Innovation angekündigt. Wir haben Murdochs Taxis automatisiert. Wir haben ausgestattet. Jetzt erwartet sie unsere neueste Errungenschaft. Wie kann ich das wieder machen? Und Menschen. Wäre mal so stark. Zwei Seiten derselben Medaille. Das ist das Herz von Daybreak. Eine Chance, all den Strapazen der Welt zu entkommen. Noch mag alles düster erscheinen, doch eine neue Gesellschaft erwartet sie. Eine friedliche und innovative Gesellschaft, geprägt von Liebe und Wohlstand. Erfahren Sie über unsere Lebensliste alles über die Schatten. Nicht einmal so. Nutzen Sie das Vollpotenzial Ihres Schatzes. Was passiert? Kann ich da von unten vielleicht nach oben? Immer frei sein. Setzen Sie sich heute auf unsere Warteliste und betreten Sie mit uns die Welt von morgen. Daybreak ist die Zukunft. Ach, das war nur das. Da kann man. So wäre ich nur hier rausgekommen, alles klar. BrokerTech hat die weltweite KI-Innovation angekündigt. Wir haben Murdochs Taxis automatisiert. Wir haben ihre Optics mit Bentley ausgestattet. Jetzt erwartet sie unsere neueste Errungenschaft. Technologie und Menschlichkeit. Zwei Seiten derselben Medaille. Das ist das Herz von Daybreak. Eine Chance, all den Strapazen der Welt zu entkommen. Nochmal alles Hä? Ich hab doch F gedrückt, du Arsch! Computer, ey, fick dich! Erfahren Sie über unsere Mailingliste alles über die Schlacht. So läuft das. Nutzen Sie das Vollpotenzial Ihres Verstands. Ein simpler, bequemer Eingriff und Sie können für immer frei sein. So. Setzen Sie sich heute auf unsere Warteliste und betreten Sie mit uns die Welt von morgen. Ich muss ja eigentlich nur die Treppe hier hoch. Und keine Ahnung, wie kommt dann da hoch? Strahlende Zukunft. Da oben ist eigentlich auch gar keiner, ne? Nö. Okay, dann machen wir es doch mal. Okay, warte. BrokerTech hat die weltweite KI-Innovation angeführt. Wir haben Murdochs Taxis automatisiert. Wir haben ihre Optics mit Bentley ausgestattet. Ich hab was gesehen gerade. Jetzt erwartet sie unsere neueste Errungenschaft. Technologie und Mesh. Schneller. Schneller. Oh. Was passiert jetzt? Naut. Hey, du hast es geschafft. Ja, du scheinst beschäftigt. Was? Ach, er. Ja, er dachte, ich wäre ein Eindringling. Ich habe das klargestellt. Okay. Also wegen der Nachricht, die ich geschickt habe. Vielleicht war ich ein bisschen zu aufgeregt. Oh, halt's Maul! Ich bin einem großen Job auf der Spur. Zu groß für das Gesocks, das 404 verwendet. Dieser Job ist anders. Gefährlicher. Wer ist es? Ich sag's dir. Aber zuerst muss ich dir vertrauen. Und du mir genauso. Okay? Also, ich schick dir einen anderen 404-Job. Damit wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Und woher wissen wir, dass deine Zielpersonen es verdient haben? Oh, sehr gut. Du stellst die richtigen Fragen. Vertrau mir. Ich informiere mich. Ich kenne jeden Job in- und auswendig. Und sie sind alle Teil des Problems. London, der Welt, wird es mit unserer Hilfe besser gehen. Gut. Entschuldige mich. Ich muss diesen Deppen wegbringen, bevor er zu Kräften kommt. Bis dann. Keine Fangen. Klingt, als hätten wir eine potenzielle Zusammenarbeit mit dieser gemeinen, aggressiven, geheimnisvollen Frau. Denk mal drüber nach und wir reden darüber, wenn du aus dem Somerset House raus bist. Gute Idee. Okay. Sagt irgendwelche Ideen? Ich kenne Frauen wie sie. Sie ist zu unbesonnen, um Teil von Zero Day zu sein. Ich mag sie. Sie redet nicht um den heißen Brei herum. Wenn sie unsere Hilfe will, soll sie haben. Wenn ihr beschließt, Minijob-Hacktivisten zu werden, unterstütze ich euch, weil ich buchstäblich keine andere Wahl habe.